Servus liebe Leute, heute nehmen wir uns die Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC Edition vor. Ihr seid auf der Suche nach was Richtigem für eure Zockerabende oder wollt eurem Arbeitsplatz einen ordentlichen Schub geben? Dann seid ihr hier genau richtig. Packen wir's an! Also packen wir die technischen Schmankerl dieser Grafikkarte aus. Die Axial-Tech-Lüfter? Ein Traum! Die drehen auf Doppelkugellagern und schaufeln bis zu 23% mehr Luft durch die Karte. Das bedeutet für uns kühler, leiser, leistungsfähiger. Und diese Lüfter haben noch einen Clou auf Lager. Die äußeren zwei drehen sich andersrum, um die Luft besser durchzujagen und Turbulenzen ein Schnippchen zu schlagen. Wenn's mal nicht so heiß hergeht, machen die Lüfter auch mal Pause, bis es über 55 Grad Celsius warm wird. Dann legen sie los, aber immer mit dem Ziel, leise und effizient zu sein. Der Kühlkörper? Groß und schlau gemacht, fängt er die Wärme von der GPU auf und lässt sie nicht mehr los, bis sie durch die Lüfter rausgepustet wird. Die Vapor Chamber, die dabei hilft, ist auch nicht von schlechten Eltern. Mit gefrästen Kanälen macht sie den Heatpipes Platz, ohne dass diese gequetscht werden. Ein cleverer Zug, der die Temperatur bis zu 5 Grad Celsius senken kann. Und weil es so schön stabil sein soll, gibt's eine extra Halterung für die GPU und eine Anschlussblende aus Edelstahl, die hält, was sie verspricht. Auch praktisch, ein Schalter, mit dem du zwischen laut und leise für die Lüfter wechseln kannst, ohne ins Schwitzen zu kommen. Die Innereien sind auch nicht zu verachten. Digitale Leistungsregelung und Bauteile, die so angeordnet sind, dass sie möglichst wenig Wärme abgeben und gleichzeitig die Leistung nach oben schrauben. Und weil es so schön ist, leuchtet die Karte auch noch in den Farben, die du willst, dank ARGB-Beleuchtung. Da wird dein Rechner nicht nur zur Leistungsmaschine, sondern auch zum optischen Highlight. Kurz gesagt, diese Karte ist ein echtes Biest, das in Sachen Kühlung, Leistung und Personalisierung kaum Wünsche offen lässt. Jetzt wird's spannend, weil wir diese Grafikkarte richtig rannehmen und schauen, wie sie sich im Gaming-Dschungel schlägt. Hab da ein paar der aktuellsten Games rausgepickt und in drei Auflösungen getestet. Full HD, Quad HD und 4K. Alles natürlich auf Ultra-Einstellungen, weil wir ja sehen wollen, was das Ding wirklich kann. Bei Cyberpunk 2077, einem echten Kracher in Sachen Grafik, haut die Karte in Full HD beeindruckende 185 FPS raus. Wenn wir auf Quad HD hochschalten, bleiben immer noch starke 121 FPS. Und selbst in 4K schafft sie es, das Spiel flüssig mit 59 FPS laufen zu lassen. Baldur's Gate 3, das ja nicht gerade zimperlich mit Grafikkarten umgeht, läuft in Full HD und Quad HD gleich gut mit 145 FPS, richtig flott also. Und auch in 4K kriegt man mit 108 FPS mehr als genug Leistung, um alles in voller Pracht zu genießen. Dann habe ich Assassin's Creed Mirage angeschmissen. In Full HD erreichte die Karte stolze 174 FPS, bei Quad HD sind es immer noch 144 FPS, in 4K geht's mit 95 FPS immer noch flott zur Sache. Und last but not least, Elden Ring, ein Spiel, das in jeder Ecke vor Details strotzt. Hier kriegen wir in Full HD satte 170 FPS, in Quad HD sind es 150 FPS und selbst in 4K schafft die Karte noch 97 FPS. Was ich sagen will, egal in welcher Auflösung, diese Grafikkarte bringt die Power, die du brauchst, um die aktuellsten Spiele in höchsten Einstellungen zu genießen. Natürlich, die tatsächlichen Zahlen können ein bisschen schwanken, je nachdem wie der Rest deines Systems ausschaut. Aber im Großen und Ganzen, Wahnsinn, was das Teil leistet. So Freunde, das war's mit unserem Ausflug in die Welt der Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 Super OC Edition Grafikkarte. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Interessantes zeigen und vielleicht sogar bei der Entscheidung helfen, ob das Teil was für euch ist. Falls ihr noch Fragen habt oder eure Erfahrungen teilen wollt, lasst's mich in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, in der Videobeschreibung nachzuschauen, da habe ich euch Links zu den besten Angeboten für diese Grafikkarte reingepackt. Wenn euch das Video geholfen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann zögert nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und viel Spaß beim Zocken oder was auch immer ihr mit dieser Power-Grafikkarte vorhabt.